Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 3 The War Chiefs. Ja, der Titel des nächsten Videos sagt schon alles, was hier Sache ist. Krieg oder Frieden, diese Entscheidung steht an und ich bin echt gespannt. Deswegen labern wir hier gar nicht groß drum rum, sondern legen direkt los. Holmes Taten haben Chaitons Hoffnungen auf eine friedliche Lösung zunichte gemacht. Die Sioux werden gewiss mit voller Härte zurückschlagen. Ja, genau diese Befürchtung habe ich auch, lieber Chayton. Mann, fortfahren. Komm. Auf! Auf! Du hast Crazy Horse gefunden. Gut, wie in alten Tagen, was? Was hast du getan? Die Sioux waren bereit zu verhandeln. Du irrst dich. Sie töten jeden, den sie in die Finger kriegen. Crazy Horse sagte, die Bergarbeiter hätten den Frieden gebrochen. Stimmt das? Was macht das für einen Unterschied? Jetzt ist Krieg und die Sioux sind hinter uns her. Komm! Ja, es war also zu befürchten. Fuck! Okay. Ja. Was soll man dazu sagen? Amerikaner. Wir müssen das vorerrichten. Und dafür brauchen wir mehr Holz. Macht euch auf, um die Holzsammler zu schützen. Schützen Sie die Siedler, die Holz für das Vorsammeln. Mit was? Yes. Taku, what is your command? Hiermit. Und mit dem Taku, oder was? Sorgt dafür, dass unsere Handelsposten Rohstoffe liefern. Wir müssen diese Arbeiter schützen. Ja. Okay. Wir brauchen Nahrung. Ja, komm. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nein! Nahrung, Gold, und bei dem dritten hier oben, da machen wir das Holz. Ja. I'm ready. Attack! I'll attack! I'm going now. Attack! I'll attack! Ja. Ist natürlich die Frage, ob wir überhaupt über die Handelsposten Holz sammeln müssen. Oder ob wir dann das Holz, das die gesammelt haben, quasi übernehmen. Das weiß ich nicht. Was ist das denn hier? Gut, während das jetzt so vor sich hin plätschert, möchte ich diese Möglichkeit auch nutzen, um hier draußen auch so eine kleine Infoaufnahme zu machen, einfach zur aktuellen Lage, was hier so los ist. Also, die meisten werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben, die Videos kommen unregelmäßig, wenn überhaupt, und der Uploadplan wird auch in keinster Weise eingehalten, und ich habe es auch immer mal wieder schon in den Kommentaren erwähnt. Es ist einfach meine Zeit. Wir haben extrem miese Frühdienste dieses Jahr. Und man muss sich das vorstellen wie so eine Motivationskurve dieses Jahr sozusagen. Am Anfang war die Motivation noch da, da hat es auch alles wunderbar geklappt. Und ja, jetzt zum Ende hin lässt die Motivation halt stark nach. Und wir verlieren hier gerade unsere Truppen. Scheiße. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir irgendwie an Truppen kommen. Weil ich sehe hier kein Gebäude oder sonst. Doch, ich sehe das hier. Fuck. Ich hatte es vorhin noch angeklickt, ich Depp. Ja, ich befürchte, das wird auf den Neustart hinauslaufen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn da jetzt der letzte Holzfäller stirbt.
nichts, dadurch, dass der immer wieder nachzüchtert. Dann... What is your command? Mal gucken, yes, dass die es besser hinkriegen. Und ja, wie gesagt, man muss sich das wie so eine kleine Motivationskurve vorstellen. Und am Anfang, im Jahresanfang ist sie noch hoch, da klappt das noch alles halbwegs. Und zum Jahresende, da ist man dann mittags, wenn man reinkommt, einfach froh, wenn man sich einfach mal hinhocken kann, nichts zu tun hat. Und ja, darunter hat halt eben auch, haben halt eben auch die Uploads dann gelitten. Sozusagen. Und wisst ihr was, wir starten das hier einfach mal schnell neu. Ja. Kann man das hier überspringen? Achso, ja, okay. Wir müssen das vorerrichten. Und dafür brauchen wir mehr Holz. Macht euch auf, um die Holzsammler zu schützen. Und, ja, ihr wisst ja selber, YouTube ist eine Sache, die soll Spaß machen, die soll Spaß verbreiten. Und deswegen will ich jetzt hier nicht auf Teufel komm raus dafür, die Videos rausrotzen. Rohstoffe liefern. Wir müssen diese Arbeiter schützen. Ja, da will ich jetzt hier nicht auf Teufel komm raus die Videos rausrotzen. Was kosten die hier mehr? Nahrung, also zweimal Nahrung, einmal Gold. Und ich hoffe, ihr habt dann Verständnis, wenn ich das dann wirklich quasi sporadisch mache. Und genau. Und deswegen auch ganz klar, dieser Kanal existiert weiter. Das hatte letzt auch ein Kumpel gefragt gehabt, ob ich denn keine Videos mehr machen würde. Doch, der Kanal existiert weiter, er macht weiter, also ich mache weiter, definitiv. Nur kann ich eben noch nicht garantieren, in welchen Abständen und in welchem Rhythmus. Und ich habe auch gute Nachrichten dahingehend. Ab November wird es definitiv wieder besser, weil da habe ich mal fast einen kompletten Monat Urlaub, sprich die erste Novemberwoche. Und dann nochmal vom 16. bis zum 6. Und in dieser Zeit wird es dann auch definitiv wieder den regulären Upload-Plan geben und ich hoffe, dass das auch darüber hinaus gilt. Also wie gesagt, da bitte ich ganz einfach um eure Geduld und um euer Verständnis. Yes. I will attack. Im Namen des Spaßes, dass YouTube einfach den YouTube einfach machen soll, den die Videos machen sollen, mir und euch. Zum Programm, wie geht es überhaupt weiter? Also, so langsam nähern wir uns ja hier in The War Chiefs dem Ende zu, so wie ich das sehe. Wir sind jetzt noch relativ weit fortgeschritten im zweiten Akt und ich weiß, dass es nur zwei Stück hier gibt. Auch wenn ich über deren Inhalt nichts weiß, beziehungsweise nichts wusste. Es gibt nur diese zwei. Das heißt, komm. Das heißt, es stellt sich die Frage nach dem Fortsetzungsprogramm. Ist da noch einer? Ah, da sind noch ein paar. Das heißt, es stellt sich die Frage nach dem, wie es weitergeht. Und das wird dann sein die dritte Erweiterung, die zweite Erweiterung von Age of Empires 3. Und zwar Asian Dynasties. Einfach nicht die Rohstoffe hier für die Herrschaften zusammen. Wieso kriegen wir überhaupt mehr Gold als, habe ich jetzt hier irgendwo... Hier kriegen wir Nahrung, Nahrung, Gold. Nee. Eigentlich sollte das eigentlich... Naja, gut. Lassen wir das mal so laufen. Haben wir einen Marktplatz? Nee. Ganz egal, auf jeden Fall, ach so, die bauen hier das vor. Okay. Wie gesagt, Nachfolgeprojekt hiervon wird dann sein Asian Dynasties. Die zweite Erweiterung. Und, genau. Dann kommen wir zu Dungeon Keeper 2. Das ist ja im Moment auch so ein Thema für sich. Und der Typ wacht einfach nicht auf. Das ist scheiße. Da würde ich sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so geschehen.
Und wir züchten uns hier erstmal Truppen. Was ich bräuchte, wäre ein Marktplatz. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, ob die dann hier trotzdem jetzt sporadisch weiter wachsen. Na? Vielleicht schicken wir die Truppe doch wieder hoch. Okay, da kommt schon wieder die nächste Chose. Weg! Komm! I'm going now. Right. I'll do it. Yes, I'll do it. So. Wie gesagt, nächster Punkt ist dann Dungeon Keeper 2. Und zwar habe ich da im Moment ein kleines Problem. Und zwar bekomme ich das Spiel nicht mehr gestartet. Gar nicht mehr. Ich habe auch schon im Internet nach Lösungen geguckt. Keine davon war, ich sag mal, zufriedenstellend. What is your command? Right. Beziehungsweise hat zu einer Lösung geführt. Und deswegen steht dieses Projekt jetzt vor dem Abbruch in der letzten Mission. Leider. Und, ja, wie gesagt, wird vermutlich abgebrochen. Ich muss nochmal gucken, dass ich es vielleicht nochmal zum Starten kriege. Dass ich eventuell unter Windows 10 zum Starten kriege. Aber so lange werde ich noch nicht warten, denn mit der Installation von Windows 10 auf meinem Rechner wollte ich eigentlich bis zum Jahresanfang 2016 warten. Bis sich das dann alles noch ein bisschen weiter stabilisiert hat. Und deswegen wird vermutlich right auf dem Dienstagslot eine Lücke entstehen, vorerst, die dann gefüllt wird mit Alien Isolation. Das ist das Projekt, das ich bringen möchte als Nachfolger von die sind echt stark. Das war jetzt blöd, glaube ich gerade. Nee. Wie gesagt, ich möchte das als Nachfolgeprojekt bringen von Dungeon Keeper und das wird dann vermutlich starten auf dem Dienstagslot im November. So viel dann also zuerst mal zur weiteren Projektplanung und ich habe da noch eine Frage an euch. Und zwar geht es um das Thema Facecam. Ich war tatsächlich am Überlegen, ob man so ein Horrorspiel wie Alien Isolation, ob ich das eventuell mit einer Facecam aufnehmen soll. Bin mir da allerdings noch nicht ganz so sicher. Und da würde es mich ganz einfach mal interessieren, was ihr davon haltet, von dieser Idee und überhaupt von Facecam. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich das mache. Euer Wunsch ist mir wie immer Befehl. Also, ab unten rein damit. Yes, I'll do it. Hier neu formatieren. Ich brauche nochmal das Holz. Auf, was habe ich jetzt eben? Handelsposten angeklickt, aber nicht die Dings. Ist das genau dieselbe Scheiße wie mit den Truppen eben? Hier, Rückzug. I'll do it. Right. So. Dann brauchen wir hier unten Gold dieses Mal. Ja, und für Age of Empires 3 gibt es auch bereits ein Nachfolgeprojekt. Das kann ich auch schon mal zur Info raushauen. Und zwar wird das sein die komplette StarCraft-Reihe. Da freue ich mich schon tierisch drauf. So. I'll do it. Mal gucken, ob wir mit den Veteranen hier ein bisschen was Besseres draufkriegen. Ja, wie gesagt, so viel erstmal zu den aktuellen Infos. Ja. Dann habe ich noch eine Sache zu den Multiplayern, die würde ich eigentlich ganz gerne mal sagen. Und zwar, auch der Rote Corsa hat jetzt wieder gefragt gehabt, ob ich auch ein Age of Empires 3 Multiplayer machen würde. Mein Problem ist, yes.
Right. Ich spiele an sich keine Strategiespiele im Multiplayer. Und zwar liegt das daran, dass ich in Multiplayer, in Strategiespielen einfach überhaupt nicht klarkomme. Ich habe das schon mehrfach probiert. Ich habe mit dem StarCraft Multiplayer probiert. Ich habe Age of Empire Earth im Multiplayer probiert. Und in den meisten Fällen gehe ich da einfach total den Bach runter. Und ja, das ist... Ich komme einfach nicht klar im Multiplayer. Deswegen, und da stehe ich auch definitiv dazu. Es bringt mir nichts, um den großen Brei rumzureden. Und dementsprechend habe ich halt auch wenig Lust, das wirklich zu machen. Und insofern denke ich, dass ich mich hier dagegen entscheiden werde, dass der Multiplayer nicht kommen wird und dann nur mal sporadisch oder sowas. Was aber eine Möglichkeit ist, und das möchte ich auch ganz klar vorneweg sagen, weil es ist nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Und zwar unsere Gruppe bestehend aus Andy, Mike, Lukas und so weiter. Wir haben alle im Moment wieder so einen allgemeinsamen Age of Empires Tick. Und da kann es sein, ich betone, kann es sein, dass wir da vielleicht mal eine kleine Multiplayer-Runde zusammen machen. Und das dann auch aufnehmen und hochladen. Das kann durchaus sein. Da will ich jetzt aber aktuell noch nichts großartig dazu versprechen, weil Versprechungen auf YouTube, das ist immer so eine Sache, die muss man dann auch halten. Insofern nur mal als Möglichkeit, ob das dann kommt und wie das dann kommt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und ich glaube, jetzt haben wir hier das mal so langsam im Griff. Und jetzt mal auch der Chaten so langsam wieder aufersteht. Ja. Also wie gesagt, Leute, so viel zum aktuellen Stand, zur aktuellen Lage des Kanals. Wie immer habt ihr das Recht, die Sache zu kommentieren, zu bewerten, etc., etc. Schreibt eure Meinung zu allem, wozu ihr eine Meinung habt. Und der Chat liegt hier immer noch rum. Und dann würde ich mal sagen, konzentrieren wir uns jetzt mal hier auf die Aufnahme, beziehungsweise auf die Folge. Kommt, zieht euch zurück. Chaten, hallo! Was ist dein Command? Ich gehe jetzt, right? Ich werde es tun. Ja. Ja? So. Was ist dein Command? Die schießen uns hier direkt wieder zusammen. Das ist doch zum Kotzen. Attack. I'll attack. Attack. I'll attack. So. Gut. Right. Wir formatieren uns hier hinten neu. Können wir schon den nächsten Trupp ausheben? 75 mal 3, was sind das überhaupt? 75 mal 5. So. Langt noch nicht. Ist jetzt egal. Wir haben nicht die Zeit, hier jetzt irgendwelche Perfektionisten, den Perfektionisten rausmarkieren zu lassen. Hier, komm, einmal Nahrung. Zack, so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir schneller... Achso, ja, logisch, durch das Verhältnis, ja. Es ist halt kein 2:1 Verhältnis. Ich hoffe, dass ich jetzt auch eben nichts weiter vergessen habe. Das ist immer so eine Sache, normalerweise die Info-Videos, da nehme ich erst mein Gerede auf und zocke dann die Zeit dazu. Das parallel zu machen, das ist schon eine Herausforderung für sich. Aber es dürfte soweit eigentlich alles gesagt sein. Ich sehe den Chaten da schon wieder fallen. Hier, rettet mal den Chaten.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, die treten uns ganz schön in den Arsch schon wieder. Aber wir kriegen auch einfach nicht genug Rohstoffe. Wo ist der Handelskarren? Da kommt er. Der Chayton heilt sich auch nicht schnell genug. Haben wir hier vielleicht ein Krankenhaus oder so, das wir mitbenutzen können? Nein, nix. Ja. Ich befürchte, wir kriegen kein Holz. Das wird das Holz sein, das hier flöten geht. What is your command? I'm going now. My command is survive. Survival! I'm ready. Attack. Würdet ihr bitte mal das Feuer eröffnen? Hallo! Ich weiß ja, dass wir Frieden mit denen haben wollen, aber im Moment ist kein Frieden. Ja, super. Ah, jetzt hat hier noch irgendwas im Hals. Ja, vielleicht hätte ich mal vorher was trinken sollen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Wäre vielleicht eine Idee gewesen. Schieß! Rückzug, 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 Rückzug. Rückzug! Sonst entscheidet wieder der Erste, der verreckt. Ja. I'll do it. Okay, es wäre der Letzte gewesen. Aber der ist sowieso das Letzte. I'm ready. Kannst du Rohstoffe sammeln? Nee. Was bringt uns das hier? Nahrung 75. Das wäre vielleicht in der Tat mal interessant. Ah, 25 mal 5 ist 125, ja. Dann machen wir jetzt einfach mal komplett die Schose durch. Nahrung. Also jetzt? Zum Glück haben die Handelskarren in einer sehr hohen Frequenz. Der mittlere ist der erste. Macht absolut Sinn. Keine Frage. Hätte ich ganz genau gemacht. Wisst ihr, anstatt dass der mir mal die Nahrung, die der für die Bürgerproduktion, solange da oben keine Truppen sind, dass der mir die Nahrung mal schickt? Nein! Ich weiß schon gar nicht mehr, wie dieser Drecksack heißt. I'll do it. I'm going now. I'll do it. I'm going now. Right. Attack. Ja. I'm ready. I'll do it. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Yes. I'm going now. Immerhin. Da muss man echt taktieren mit den Dings. Ich glaube auch, dass das hier eine Folge mit Überlänge wieder wird. Weil, ja, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Und das hier in zwei Folgen zu machen, also... Ganz
ganz knapp daneben, aber die zwei warten wir jetzt noch ab, bevor wir da oben den nächsten Befreiungsschlag machen. Was kostet eigentlich, oder sind wir überhaupt? Nein, wir müssen dafür in Zeitalter 4. Sonst wäre das hier interessant gewesen, dann ist die nämlich nochmal ein Stückchen schneller. Aber, naja. Okay, und Abmarsch. Zum Glück sind die in der Zeit nicht weiter gewachsen, also so fair ist das Spiel dann. I'll attack. I'll do it. Ah, der Chatten ist doch gleich schon wieder im Eimer. Aber wenigstens bleibt er diesmal hinter den Reihen. Beeil dich, Kutscher! Beeil dich! Please beeil you. Weißt du, an zwei Nahrung mangelt es. An zwei. Ist die Toleranz. Mensch. Okay. Sehr schön. I'm ready. Und abmarsch. Oh! Kommt. Ihr versammelt euch. Chaten? I'm going now. I'll attack. I'll do it. I'm going now. Könnte jetzt Verschwendung sein, um sich zu... Naja, wobei. Ich dachte, das wären noch weniger. Right. Schnell noch eine Nahrung. Vielleicht kriegen wir dann den fünften noch rein. Jawohl. Das ist immer ganz praktisch, dass man den einfach in die laufende Bauschleife mit reinnehmen kann, dass dann nicht die Zeit nochmal zurückgesetzt wird oder sogar komplett genullt. What is your command? Right. Attack. Die Nahkämpfer müssen weg. Jawohl. Die richten den größten Schaden an, habe ich das Gefühl. Nicht hinterm Büffel verstecken, ich glaub mir, hackt! Weißt du, was ich mit dem Büffel gleich mache? Und das ist deine Schuld! Ja? Dann brauchst du mir nicht mit Greenpeace oder mit IWF oder wie sie alle heißen. IWF nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Da brauchst du mir dann nicht mehr zu kommen. Ja? Den Büffel hier zu missbrauchen als Schutzschild, weißt du? Und dann meinen, ich seh dich nicht. Wo sind wir denn hier? Also. Bagage! What is your command? Right. Ja, kannst du froh sein. Warte nur, wenn ich die Kontrolle über Dorfbewohner hab. Oh,
Können wir die eigentlich? Nein, auch Zeitalter 4. Das? Das sah gerade am unteren Bildschirmrand so aus, als ob der Büffel jetzt da gerade den Handelsposten angreifen würde. I'm ready. Yes. Attack. Wisst ihr was, Leute? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das wieder so eine Mission wird, wenn wir die 100% erreicht haben, die dann schon rum ist. Ja, Jaden, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich einen anderen. Weg. Right. I'll do it. Right. I'll do it. Naja, es fehlt echt nur noch dieses kleine Stück hier, aber das waren dann doch zu viele für den Moment. Na, wo ist der Wagen? Da ist er. Komm, du schaffst das. Du schaffst das. Ah, ja, was? Achso, die haben geschossen. Auf unseren Schaden? Ja, auf den Bürger. Heißen die Bürger? Nee, Siedler heißen die hier. In Empire Earth waren das Bürger. Right. I'll do it. Ja? Und dieser Rückzug eben, dieser Rückzug, das ist dieser eine Typ hier, der meinte, sich hinterm Bison verstecken zu müssen. Ich weiß doch, wie es läuft. Genau so war's. Das Hochverrat ist das. Und Shaken, genug geschlafen. Arschloch. Right. Gut. Damit sollten wir es haben. Halbe Stunde. Also wenn das jetzt hier tatsächlich eine Mission war und sonst nichts weiter kommt, die Karte ist zwar eigentlich wieder zu groß dafür, aber das habe ich schon mal gedacht. Dann wird das hier als eine Folge rausgehen. Dann hänge ich gleich noch die nächste hinten dran. I'll do it. I'm ready. Yes. Ready with the nerves. Right. Hier, hallo! Weißt du, erst hinterm Büffel verstecken und dann den Hell spielen wollen. Ja, das sind mir ja die Richtigen. Und nein, nix, wie man es macht, ist es verkehrt. Der soll sich einfach nur in die Reihe eingliedern, wo seine Kameraden sind und anständig hier seine Arbeit machen, für die er nicht bezahlt wird. Ja? Mein Gott. Kein Wunder, dass die Amis keine Kriege gewinnen. Zumindest keine gegen Leute, die sich wehren. Right. So. Ach scheiße, der ist doch schon vorbeigejodelt. Das Fort steht. Jetzt können wir die Indianer vertreiben. Das also los, mach das Dorf nieder. Ah, ne. Zerstören Sie das Sioux-Dorf.